willkommen zurück zu DSA. Das ist jetzt mal um 13:35 sage, hätte ich gedacht. Also quasi 15,5 Stunden, aber jetzt kriegt ihr ja vor reingeschnitten vor der nächsten Folge, also diese Session. Wir haben gerade eben so eben das letzte Abenteuer abgeschlossen, die letzte Folge. Ich fasse jetzt nicht groß zusammen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, was da passiert ist. Auf jeden Fall ging es darum, mein Künstler, der wurde entführt und war gleichzeitig Hesinde-Novize und die Helden haben halt herausgefunden, ja, war von wem der entführt wurde, nämlich von dem von dem Novizenlehrmeister quasi. Und der war in Wahrheit aber kein Hesinde-Geweihter, sondern der war in Wahrheit ein, ja, Geweihter des namenlosen Gottes. Und Hagrid war in Wahrheit auch. Und ja. Ich möchte einen kleinen Einwurf an alle zuschauenden Personen richten. Der Tobi hatte eine Weisheitszahn-OP und zieht die Aktion hier trotzdem durch. Deswegen möchte ich einen größer als 3 in den Chatbereich sehen. Alle einem größer als 3 in den Chatbereich und in den Kommentarbereich. Also wenn und ein Strobanov für Tobi. Ein Strobanov oder ein größer als 3 für Tobi. Abonnieren, danke. Like da lassen, die Glocke drücken. Das Fabis Kanal abonnieren. Genau, Fabis Kanal abonnieren. Fabis Kanal abonnieren. Es ist nicht selbstverständlich, was Tobi heute hier macht und großes Lob an den. Er macht und allgemein deswegen einen Schissel, aber heute war nochmal eine andere Aktion. Deswegen größer als 3 an Tobi. Und Fabis Kanal abonnieren. Immer dran. Gut ist, wenn Andi das mit der Glocke sagt und so weiter, kommt es nicht so komisch, wenn ich das sagen muss. Strobanov. Ja. Ich war nicht so gut in Mathe. Wie rum ist nochmal ein größer Zeichen? Kleiner? Warte. Und 3 war die Zahl. Ich bin ja der Noob in Mathe. Du musst nur das Shift-Zeichen auf das Symbol neben den Shift-Zeichen drücken und dann die 3. Ja. Genau, wir haben, das war Farbenfrevel, was wir jetzt mal abgeschlossen haben und jetzt quasi direkt für euch. Ich freue mich, ich weiß ungefähr, was hier passiert, das wird so gut. Was? Also die Kampagne, die in Zukunft auf einen zukommt. Ja, also für meine Spieler, wir machen jetzt noch ein Abenteuer, was ein bisschen, was noch älter ist, was nicht mit dem Zug, dann beginnen wir mal die kleine Kampagne. Mhm. Die sehen sich so ähnlich. Hä? Die 9 ist mega. Wie hast du das geschafft? Das ist sehr gut. Muss schon sagen. Ja, ihr merkt, wir haben gerade nicht den Beginn einer Session, sondern eigentlich das Ende. Gleichzeitig ist es aber der Beginn. Das heißt, wir können dann eine halbe Stunde, wir können dann nachher gleich schnipsen und dann sind wir fitter. Das ist geil, dass es geht. Bin geil. Ich bin geil. Ich habe gemerkt, dass ihr beide geil seid. Waren die Anspielungen, Leute. Ey. Ja, die Anspielungen, Mann, die kennen die nicht. Lappen, ey. Müssen wir nur Let's Playen, dann kennen sie das. Ja, fühle ich. Machen wir nach Dark Souls. So. Sehr gut. Genau. Tobi loben halt und so. Dankeschön. Genau. Wir spielen das Abenteuer heute für euch die ganze Folge. Für uns jetzt erst nochmal der Anfang. Nächste Woche mache ich dann nochmal ein kleines Recap. Wie wir jetzt kommen. Eigentlich spielen wir erst nächste Folge so richtig los. Also für euch jetzt gleich im Anschluss. Egal, ich erkläre gar nicht mal weiter. Auf jeden Fall heißt es Abenteuer und ich werde jetzt vielleicht jetzt alle aufstöhnen, wenn ihr das hört. Es ist der Zorn des Bären. Ich bin raus. Und nein, es hat nichts mit unserer Story auf der Bäreninsel zu tun, das kann ich jetzt schon mal sagen. Das ist was anderes. Ich mag Bären. Genau. Ist in Richtung, also Himbeeren. Das Bären als Tier. Genau. Ja, das war mir klar. Ja, egal. Also der Zorn des Bären ist vom Genre her ein Wildnisabenteuer. Oh nein. Ich mag keine Furries. Hä? Zu spät. Also die Folge beginnt und Andi sagt, ich mag keine Furries. Die Zuschauer haben den Zusammenhang gar nicht, Andi. Wenn die letzte Folge nicht geguckt haben, haben die Zusammenhang nicht. Ja, ist doch nicht schlimm. Dann sind sie wenigstens neugierig. Wobei, bei Bären passt es ja auch wieder. So. Ja. Jetzt sollen die Bären bitte nicht vögeln, Leute. Ja, genau. Also, wir spielen das Abenteuer des Zorns des Bären, spielt auch im Bornland, ich muss hier also nichts umbauen. Aber gleich vorweg, das spielt eigentlich im Winter. Wir sind in der aktuellen Zeit, wir jetzt eine richtige Zeit, also eine Zeitstruktur haben, sind wir jetzt erst Anfang Sommer, spät Frühling. Das heißt, es passt jetzt nicht. Aber da viele der Abenteuer des Bornlandes eigentlich im Winter spielen, muss ich da halt ein bisschen was umbauen. Also, ich lasse jetzt sämtliche Teile, also wenn ihr das Abenteuer kennt, das Originalabenteuer, ich lasse sämtliche Teile weg. Ich habe das Abenteuer nicht groß vorbereitet, das muss ich bis zum nächsten Mal noch machen, weil es jetzt spontan ist. Aber es sei gesagt, ich lasse jetzt alles weg, was irgendwie mit dem Winter zu tun hat. Wir tun jetzt einfach so, als würde es im Sommer spielen. Das hat tatsächlich mit dem Abenteuer selbst, ist es eigentlich relativ egal, was für eine Jahreszeit ist. Von der Stimmung her ist Winter natürlich besser geeignet für das Abenteuer, aber das ist nicht so schlimm, das kriegen wir trotzdem hin. Aber viele der Abenteuer im Borderland spielen im Winter, das kann man nicht so ganz gut timen, weil wir halt jetzt auch wirklich bei uns Zeit vergeht.
Und es keinen Sinn macht. Wir sind gerade am das Abenteuer, das letzte war am, ich schreibe ja mal nett mit. Am 25. Pereine. Pereine war der, warte, DSA-Monatskalender. Könnt auch einfach mal ein halbes Jahr lang skippen und einfach mal chillen oder so. Genau, ich kann jetzt nicht einfach anfangen und sag jetzt, wir stehen jetzt einfach mal im Winter. Pereine ist April. Also es ist tatsächlich Frühling. Genau. Ende Frühling. Also wir sind quasi... Also im April gibt es schon immer noch Kälteeinbrüche in so kälteren Ländern. Ja, im Bornland ist Russland. Also genau, also klar, im Norden, das Abenteuer hier spielt, wie schon gleich letzte Folge am Ende angeteased. Also wir haben jetzt am Ende der Folge schon ein bisschen dieses Abenteuer angeteased. Das spielt schon im Norden des Bornlandes, da ist es auch schon kälter. Immer noch, klar. Also das Einzige, aber ich kann jetzt nicht so Sachen machen wie, ach, da kommt gerade eine Schneeschmelze runter und so. Das macht jetzt nicht immer 100% so Sinn, auch wenn es Bornland ist. Aber ihr werdet schon sehen, ich werde hier und da, wo es geht, einsetzen, ansonsten lassen wir es aber weg und tun sowas wie Frühling. Was ja auch ist. Genau, und dieses Abenteuer findet da statt, wo ich jetzt aufgehört habe, denn, ja, zwei Leute sind gerade auf dem Berg und haben da Spaß. Die anderen betrinken sich gerade so ein bisschen, Camillo schleppt eine Tänzerin ab, die eigentlich so ein bisschen nur der Hinleitung zum Abenteuer war, denn Gorbatschow hatte in der letzten Folge am Ende die Idee, und das ist jetzt der Aufhänger. Er kennt da so eine, die auch mal Tänzerin war, die inzwischen so nur eine Edelfrau. Da die schuldet ihm noch einen Gefallen, beziehungsweise die hat gesagt, du kannst immer mal wieder vorbeikommen, wenn du mal mit im Bornland bist und Leute mitnehmen. Und da kam er spontan, als er gerade getrunken war, war er ein bisschen angesoffen, kam er spontan drauf und hat mit Prokos sich darüber unterhalten und mit Camillo, der darauf aber schon abgehauen ist und die Tänzerin abgeschleppt hat, die auf tulamitische Art tanzt. Das ist so das Besondere hier im Bornland und dementsprechend, ja, dort skippen wir jetzt ein bisschen, denn die Helden betrinken sich da. Camillo kriegt sie auf jeden Fall auch ins Bett. Sehr gut. War durch die Probe hin, die anderen machen das draußen. Es friert ein bisschen. Ja. Ach, Reibung erzeugt Wärme. Ja, und hier würde ich auch meine Zimmernummer übrigens geben. Schon wieder. Ja. Ihr würdet nicht die ganze Nacht dort oben auf dem Berg, also irgendwann, wenn ihr fertig seid, würdet ihr wahrscheinlich in Rowans Behausung gehen, gehe ich mal von aus, oder? Ja. Also, oder pennt ihr da auch in der Wildnis? Nee, ich würde schon irgendwie zu uns in die Butze gehen wieder. Ich würde ihm folgen, aber ihr wäre es egal. Also sie wird da auch die Nacht durchmachen mit ihm. Nee, das wäre ein bisschen zu kühl. Kann ja wieder ihren Pelzmantel anziehen. Die mobile Beheizung einfach verwandeln. Ja, nee. Ja gut, wenn er sagt... Genau, ich würde dich dann mit nach Hause nehmen. Ja, ich nehme die Sachen mit und folge ihm. Vielleicht mal entweder zu Hause... Mir ist es egal, entweder zu Hause oder im Markthotel. Ja, während Gorbatschow fällt übrigens Lars dann zu Boden und ist ein bisschen am Arsch, als er gerade hübsches Ding, ich zeig dir gleich mal einen Ehering, zinkt und dann umfällt. Das wäre ja schon gewohnt. Robby macht gar nichts. Ja, gut. Captain, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Duskull, könnt ihr mir helfen, den da oben zu tragen, mal wieder? Ja, ich bin ja hier für nichts anderes zuständig. Scheinbar, ja. Aber ich helfe euch. Stell dir einfach mal vor, Duskull bekommt als Rang so den Gorbi aufräumen, wenn voll. Ja. Ich bin diplomatisch auf einer Mission unterwegs. Muss man, also... Es gibt besser vor. Aber Rowans Penis ist kein Verhandlungspartner, den wir dir aufgetragen haben. Sagen wir es so. Die Folge geht über 10 Minuten. So, Aber ja, du kannst paaren, du kannst mit Schlangen sprechen. Wir haben es verstanden. Apropos Schlangen sprechen. Ja. Ich muss ja nochmal in den Sinnetempel beizeiten. Ja. Das ist das Level. Das kommt jetzt. Gut. Also du kommst erstmal bis nächsten Morgen nirgendwo hin, ne? Das ist mir schon klar. Genau, wir springen nächsten Morgen, ein paar haben es im Suff vergangen, ein paar mit anderen Leuten. Du hast gut alleine eingeschlafen in seinem Bett. Nein, so. Oh. Okay, wow, und ich muss eine Nacht woanders verbringen. Der Teddy braucht ein bisschen Kuscheleinheit. Ich glaube, das kam gerade ein bisschen traurig. Ich muss ihn für Taskul abschleppen, ne? Echseln oder so. Ja, gut. Lassen wir mal offen. Ich würde ihn morgen genauso beginnen wie den letzten. Versuchen wieder, ohne ihn zu wecken, aufzustehen und das Tagebuch weiter auszufüllen.
Es war einmal Körperwert. Viel zu schreiben, Sören, ne? Bis nächstes Mal. Warum bin ich. Warum kriegt er das eigentlich immerhin eher aufzuwachen? Also. Ja, du kannst gerne auch aufwachen. Eher Zufall. Das kommt drauf an, wer von euch bei den anstrengenderen Part hat, aber nachdem Lars schon zehnmal sagte, sie macht den Seestern, bist du vermutlich erschöpfter. Sie ist gewohnt, früh aufzustehen. Ja, er also, doch. Sie macht den also, Seestern. Okay, ja. Ja, aber ich würde es trotzdem versuchen. Das heißt ja nicht, dass du genauso früh nicht so. Ich werfe erstmal auf regenerieren. Klar, dürft ihr alle. Also Proko ist halt auch wichtig. Ja, vom Berg gefallen. In der Tat. Also ja, Lars, du kannst auf Gutes machen, auf gute Untererholung, ne? Ich sag nur, was ich versuchen würde. Wenn er früher wach ist als ich, ist da auch alles in Ordnung. Ja, warte, wir können ja auch mal. Diesmal kommst bist du fast zeitgleich mit dir wach. Ne, ich kann auch ruhig werfen. Ist okay. Also lass uns beide. Was ist Konstitutionwürfel? Ist egal, suchst du aus. Also. Ich sag Konstitution, ich glaube, das passt am besten. Okay. Ist ja auch. Wer mehr übrig hat. Gut, ich schlafe. Hey. Also ganz kurz. Ich muss hier kurz. Hey. Ich hab gar nicht mitbekommen, warum ihr eigentlich lacht. Vor 12 Uhr! Ich hab nicht mitbekommen, warum ihr gelacht habt. Das hab ich jetzt erst gerallt. Also Fail. Nee, oh, Fail. Fail. Oh Gott, ist ja gut einfach. Kommt, einigen wir uns darauf, dass wir beide weiterschlafen erst. Wir sind beide bis 12, so Kaffeeanzeigen. Geil, wirklich gut. Ey, wie hoch ist die Chance, dass wir beide 1,20 als 1 zu 400? Keine Ahnung, aber muss ich Schicksalspunkte würfeln? Ja, also ganz kurz, genau. Das wollte ich euch gerade sagen, deswegen habe ich da geschrieben, Trennstrich. Ich muss bis zum nächsten Mal halt, kriegt ihr natürlich erst ausgezählt. Aber wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt schon mal eure neuen Schicksalspunkte ziehen. Nee, mein nächstes Mal, sonst vergesse ich so. Ja, okay, können wir auch so machen. Ich muss das schon mal ziehen. Ja. Oh, ich kann ihm mehr. Mach du zuerst, dann. Kampf. Warum Kampf? Gewalt kann weg. Bei dem Abenteuer wird es vielleicht kampfwichtig. Kampf kannst du dich auch mal beteiligen hier. Hey, ich hab mich, ich hab, also die Laute hat richtig gescheppert. Naja. Kann man okay. Nächstes Mal den Degen mitnehmen. Ja. Es ist ein Florett. Bitte dich. Der ultimative da. Ultimative schläft noch, aber er ist wieder aufgewacht, also der ist auch wieder da. Er war schon immer noch da. Ich kann ihm ja wirklich, dann machen wir dieses Aufweckduell, beide kriegen eine 20 liegen da einfach noch am Morgen so. Ja, also vor allem meine nicht gerallen, was eigentlich abgeht, warum ihr lacht, das muss auf jeden Fall das Beste auf die Seele. Ich kann. Aber man muss sagen, du warst auch besoffen 2, aber es macht keinen Unterschied. Es ist trotzdem geil, wirklich. Und die beide eine 20. Ich hab dir abwechselnd gewürfelt, das hat mich jetzt selbst verwirrt, aber ja. Lars. Ja, ich dachte, Rowan wäre schon fertig. Lars, du hast also jetzt allgemein Kampf und Magie. Also Magie darfst du ja neu würfeln. Ja, ich musste mir erst einen Überblick verschaffen jetzt. Wie ist die Tänzerin? Die Tänzerin hat keinen Namen, warte, ich generiere die ein. Ich bin so ehrlich, ich mach das jetzt. Ach, Andy, Alter, raus aus meinem Kampf, Alter, das war schon TVC, wirklich. Aber es passt auch zur Situation, so beide wollen früh aufstehen und denken, die Person, die kann mich. Tollen aus, tollen, komplizierten Namen für dich, Hannes. Okay. Ja, wir liegen einfach bis mittags da noch am Morgen kuscheln. Fertig ist. Andi, ja. Für den Geweihten hattest du gewollt, ne? Nehme ich an. Ja, hatte den nochmal gewürfelt. Ich habe jetzt 2 allgemein, 2 Kampf und eine Eigenschaft. Verzehn, wirklich. Weißt also es hätte nur noch abgerundet, dass unsere Bestätigungswürfe, die machen wir nicht auch noch beide 20er gewesen, wenn dann wäre es wirklich vorbei gewesen, ey. Ja, wir hätten 2 Tage durchgeschlafen erstmal. Ja, wir wären nicht mehr aus dem Bett gekommen, glaube ich. Also. Gut, ja, ihr schlaft ja noch ein bisschen, derweil wachen die anderen halt schon auf. Ich würde noch ein bisschen kuscheln. Okay. Welcome to our life. Und dann ihr und mir dann Frühstück aufs Zimmer bestellen, wenn sie was will. Ich würde früh aufstehen und mich auf den Weg zum Schiff machen. Was, du gehst? Ciao.
Ist der Debuff weg vom Bild? Mittlerweile ja, ne? Ja, der Debuff ist weg vom Bild. Du bist wieder gottesgläubig. Ich bin wieder normal, okay. Also am Morgen, wenn wir dann gemeinsam aufstehen, würde ich dich direkt erstmal fragen, ob es dir besser geht. Missetaten wurden begangen, ja. Ja. Ja, wir schlafen ja noch. Lass Brocco sein Brocco-Kram machen. Ja. Genau, Lars, du stehst auf. Gehst. Ne, ich würde extra früher stehen. Haben wir uns jetzt mit Gorbi drauf geeinigt, dass wir heute jetzt zu der Alten reisen? Das war nicht so klar. Das hat er im Vollsuff gesagt. Er wollte es mal am Morgen ansprechen, bevor er umgekippt ist, hat er das gesagt. Na, sehr gut. Ja, ne, weil, ja. Ne, ich gehe zum Schiff. Ich gehe wirklich zum Schiff. Ich gehe Topax besuchen. Ah, oh, du bist doch noch flirten? Du bist doch auf Flirtlaune, ne? Denk dran. Stimmt, eigentlich hätte Proko die Tänzer auch anflirten müssen. Naja, Lars, hast du jetzt vergessen. Naja, wenn er nicht auf Stimmt, wenn er nicht auf die Tänzerin steht, ja gut. Ich hab wieder gesoomt, tut mir leid. Er muss sich nicht von der heteronormativen Weltansicht ausgehen in Aventurien. Ja, eben. Im normalen Leben darfst du das auch nicht. Das war ganz, es gibt ja welche, die in der Gruppe sind auch Werwölfe anscheinend, also. Im normalen Leben auch nicht, aber in Aventurien ist die Chance halt noch geringer eigentlich. Ja. Zumindest wenn ich halt dem glaube, was in den Büchern steht. So, warte mal, wo ist denn der Topax, Alter? Ist ja alles unsortiert, Alter. Ja. In der Zeit wachen auf jeden Fall Taskul auf, aber der sitzt dann alleine da unten halt. Gorbi ist noch am Pennen. Auskunden. Wir alle hier in dieser Gruppe, ey. Ich hätte noch einen Krug Zwergenbier mitgenommen, auf jeden Fall, wenn da was übrig ist. Fällt mir mal gerade so ein. Alles klar. Ja, du kommst bei der Hütte an, also der Teil der Werft, wofür Topax bereitgestellt wurde. Mhm. Vielleicht hat er Geld springen lassen. Fährst und watschelt da auch rum. Den versuche ich zu meiden, so auch blicktechnisch. Ich versuche einfach ihn zu ignorieren. Ja. Ein William, der abwesend wirkt, kommt an dir vorbei. Sagt dir aber in seiner abwesenden Stimme, das Schiff ist fertig. Oho. Ich klatsche ihm mal auf die Schulter, wenn ich so hochkomme. Und sonst alles fit bei euch? Ja, ich habe gar nichts von dem Abenteuer bekommen, weil ich nicht da war, also keine Ahnung. Ja, seid öfters ein bisschen abwesend hier. Ihr müsst mal wieder rankommen hier. Da gibt's gute Action in der Stadt. Schon wieder einen namenlosen Colt auseinandergepflückt. Ja, nice, ey. Mashallah. Warte mal. Ich glaube, William verbringt zu viel Zeit auf dem Schiff. Also das jetzt heißen, Fersson. Ja, ereignisreich. Ja. Realitätsnah. Inwiefern ist unser Schiff jetzt fertig? Also jetzt können die Hühner jetzt drauf? Nein, Umbau, ready. Aha. Ja, dann muss ich mir mal später angucken. Oder jetzt? William, wollt ihr mich mal rumführen auf unserem neuen Schiff? Was haben wir jetzt alles hier? Ja, wir haben jetzt. Eine Schmiede haben wir leider nicht, ne? Sehr klar, wie schon gesagt. Aber was hatten wir? Einen Stall jetzt? Einen Stall, ja, da können die Pferde hin. Wir haben. In den Stall kommen auch die Hühner übrigens. Wir haben. Ja, da könnt ihr direkt nochmal ran. Da müssen noch ein paar Hühnerhäuschen bei. Okay, warum das? Ja, der Proteinbedarf unserer Gruppe hat sich erhöht. Ah. Und Camillo hat Hühner bestellt für uns. Die dürften in den nächsten Tagen hier ankommen. Mhm. Ja, das Zimmer für. Wir haben jetzt das Zimmer ein bisschen aufgeteilt. Ja, hier Helena hat ja eins bekommen. Oh ja, schick, schick. Sieht aus wie neu, der Kahn. Da kamen so ein paar, haben ja Klamotten, also Möbel rangebracht. Die hat er schon eingekauft. Ah ja. Kleines Prinzessinnen-Schloss hier. Ey, okay. okay. Wie willst du das sonst nennen? Ist schon, Piano passt da nicht noch rein, oder?
Ja, der Lagerraum, wo Tasco drin stand, das, der heißt jetzt der Tasco-Raum. Aha. Mega einfallsreich. Da lagern wir unsere Taskools. Ne, jetzt immer noch Lagerraum. Aber wir haben eine Lagerräume jetzt quasi ein bisschen umgemanagt und deswegen haben wir jetzt noch eine Kajüte mehr. Ah, sehr gut. Das heißt, einmal ein Mathe, also weniger Zweimannzimmer, mehr Einzelkajüten. Ja, genau. Unnormal. Unnormal. Ja, hätte auch nichts. Dann, ja, ist schön. Wir haben ja eine Zeichnung davon irgendwo. Genau, oben. Ja, für den von dem neuen Schiff. Schief. Schief. Mal wir den ganz alten Running Gag rausholen. Den kennt Lars nicht. Ja. War noch vor deiner Zeit. Ich bin ja nicht so der Marine-Typ. Naja, nur, ja, schön hier. Da mal sehen, wann wir es mal wieder weiterschippern und so. Fiasson scheint ja noch schwer beschäftigt zu sein mit seinem Schiff. Ja, aber es ist ja auch, wenn wir zum Beispiel andere Aufgaben haben, die uns hier Bordheit herumfüllen, solange der, ja, der Fluss taugt, da können wir ja auch unterbenutzen, müssen nichts mieten. Ja, stimmt. Das ist ein gutes Einsparen. Ich werde auf jeden Fall mal den Captain darüber informieren, was hier so die Phase ist. Ja, gut. Ich muss da mal zu... wieder zu sich kommt. Ja, ich muss da mal zum Topax Erledigung machen. Jo, mach das. Ich werde wieder abwesend. Ja, und denkt an die Hühnerstelle. Jo. Ja, dann. Ich wüsste nicht, ob ich verstanden hätte, was mit der Proteinbedarf der Gruppe hat sich erhöht. Ja, ich das vielleicht. Vielleicht nee, das haben wir noch einen Njalma rekrutiert oder so. Der hat den Proteinbedarf von allen. Also, ich will es auch nicht verstehen, ehrlich gesagt. Vor allem ja, halt durch was und durch wen. Ja, genau, du bist bei Tobak, sorry, ich bin nicht kacki gerade. Ja, ja, 2 Minuten haben wir noch. Und dann, rauf, Maschallah. Ey, Tobak, mein Freund, ich hab Zwergenbier mitgebracht. Es gab nämlich was zu feiern gestern. Ja, was denn? Nice. Ja, wir haben wieder so einen namenlosen Spinner. Also der hatte schon einen Namen, aber irgendwie war der mit dem namenlosen Geleit. Also ihr kennt das schon. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, den haben wir aus dem Leben geschallert. Ja, irgendwie hatte der schon einen Namen. Ja, sehr gut. Kampf ist immer gut. Hagrid. Wir haben viel zu wenig Kampf in dieser Stadt, oder? Ja, wirklich. Also ich ab und zu mal so eine Keilerei, das wäre schon was Feines, also auf Abruf. Naja, jedenfalls, warum ich auch wieder hier bin. Ihr habt mich gar nicht besucht, wer hat mein Bein gefunden? Wieso habt ihr mich nie besucht? Naja, halt nur nicht ausgespielt. Aber deswegen ich hier bin, sag mal, ihr mein, ich hab doch, ne, mein Schild. Das müsst doch mal irgendwann. Ja klar, ich hab das dir, ich warte doch nur, bis du kommst und es abholst. Ja, ich war beschäftigt hier mit Strobanov und Bein kaputt und Strobanov und dann, ich hatte keine Zeit. Schwer beschäftigt. Das weiß ich doch. Ich hab das Ding hier aufbewahrt und gewartet, bis du wieder da bist. Unnormal belohnt, Tobak. Ich sag, wie es ist. Ja, dann schaue ich mir das gute Gerät mal an. So, genau. Du wolltest quasi vom Holzschild wolltest du upgraden. Mhm. Genau, wir hatten gesagt, sowas ähnliches Turmschild geht ja für Zwerge nicht, weil es zu fett. Mhm.
Aber was gab's? Großschild gab's genau, und du wolltest aus DSA 4 ein Zwergenschild irgendwie daraus ein Hybrid basteln oder so. Genau, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber war das dann mittelgroß und nicht groß, weil groß wäre schon ein bisschen. Genau, das wäre dann halt ein Großschild auf Zwergenart. Ne? Ja, muss man eh alles ja runterskalieren, also. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Turmschild eine Nummer kleiner. Ich guck mal kurz. Das heißt. Ja, wir nehmen das Großschild als Vorlage. Ja, so ein Turmschild auf Menschengröße. Turmschild können wir nicht nehmen, das ist halt wirklich die Werte auch für einen Menschen. Und das ist schwer zu skalieren, weil die Größe gibt es bei Zwergen gar nicht. Und ich sehe auch gerade von den Werten her, tatsächlich, Lars, da machst du nichts. Machst du nichts verkehrt, das ist identisch. Deswegen habe ich es ja auch angestoßen. Ja. Aber du kriegst halt, also klar, das ist besser als das Holzschild auf jeden Fall, aber ich meine jetzt zwischen Turm und Großschild ist kein großer Unterschied. Ja, ich glaube nicht. Das unterscheidet sich, glaube ich, hauptsächlich durch den Nachteil oder so, oder den Vorteil des Schildes. Aber die Werte sind, glaube ich, ziemlich identisch. Genau, der Waffenvorteil bei Großschild ist, bei der Abwehr von Pfeilen und Bolzen bekommt der Großschild einen Bonus plus 1 Parade. Warte, der ist aus dem normalen Regel weg. Den müsste ich eigentlich hier auch schon reinziehen können, dann haben wir es gleich erledigt. Weil die Werte, ja, passen sonst. Ich meine, Körperkraft hast du von 16. Ja, also. Das ist davon das. Bäm. So, dann würdest du wahrscheinlich auch das Großschild ausrüsten statt das Holzschild, ne? Macht ja Sinn. Ja, genau. Das Holzschild würde ich da wahrscheinlich, keine Ahnung, auf meine Stube hängen oder so oder wegschmeißen. So, genau, die Werte passen, ja. Hast das du jetzt eh schon so zerfleddert sein von den ganzen Frage ich dir gleich im Inventar, dass du es nicht vergisst. Zack. So. Oh, unnormal nice. Das ist eine richtig schöne Beschreibung hier in Foundry. Ja, offiziell, da muss ich nichts anlegen. Ja, jetzt das hast du Großschild und Schill. Das Fluff-Zitat zu dem Großschild ist halt auch richtig passend direkt. Schild? Das Ding ist genauso groß wie ich! Harad, Sohn des Kurulas, zwergischer Krieger. Ja. Genau, da steht ja auch der Raum von der Hand. Auf den Schild. Ach so. Ich bin jetzt einfach fucking Montagne. Ja, klein. Er ist ein kleiner Mini-Montagne, ja. Wie viele Abzug haben es Gegner, wenn sie in einem Fernkampf eigentlich angreifen? Können die ihn überhaupt noch technisch treffen? Ja. Von vorne? Ja, aber du hast ja so, der Winkel ist ja sehr optimal, also du hast also ja bei DSA ja eh in Regeln und nicht realistisch. Also er hat bei Paraden gegen Armbrustschützen eine mehr, Pfeil und Bullen steht, ist ja Waffenvorteil. Das heißt, er hat dann 4 Parade. Du musst den Schild ja immer noch optimal halten. Wenn du ihn einfach gerade auf eine Armbrust hältst, kann das halt der Bonus ist auf seinen Schildwert. Also er hat nicht 4 Parade, sondern er hat halt, sage ich jetzt nicht, weil man das hat keine Charakterwerte. Muss Lars selber machen. Er hat natürlich eine höhere Parade. Aber du Schilder ist nochmal um 1 erhöht. Schilder, genau. Gegen Pfeil und Bolzen ist nochmal um 1 erhöht. Aber nochmal für alle die Waffenvorteile, ja, die müsst ihr bitte selbst bedenken. Da tue ich euch wie immer nicht drauf hinweisen. Wenn ich an die denkt, habt ihr Pech gehabt. Mhm. Ja, unnormal belohnt. Ja, habt ihr redlich verdient, den Krug. Und, natürlich ist sie jetzt aber in Zwergenstil. Da passt das Bild nicht ganz so gut, was da jetzt ist, aber egal. Ja, danke für das Bier. Habt ihr alle einen weggesteckt? Also einer ein Schild auf dem Rücken und ja. Nun. Wenn ich nochmal was machen kann, ne? Also mobil werde ich da nichts machen können bei Flasso auf dem Schiff, aber solange wir noch in Festum sind, geht das. Oder wenn wir dann später einen neuen Ort haben? Ja, also von mir derzeit nichts in Planung. Vielleicht. Auch wenn ihr was ein paar zu reparieren habt. Oder auch normale Gegenstände. Projekt. Normale Gegenstände kann ich auch mal. Falls ihr das nicht selber könnt. Ich möchte natürlich euch als Mitzwerg nicht. Ich meine, ihr könnt genauso gut spielen wie ich. Der Mitzwerg. Dieser faustgroße Rubin kannst du ja auch schön in den Helm einarbeiten lassen, sagst du nicht? Habe ich Internet? Ja. Ja. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so. Diesen faustgroßen Rubin kannst du dir auch im Helm einarbeiten lassen, ne?
Das hat Sören gesagt. Zitat von Sören. Ah, ja, nee. Und er hat gesagt, er kann die auch einfacher Gegenstände machen. Das war vorher noch, das habe ich gesagt. So, ja, nee, ich wollte ihm sagen, von mir brauche ich erstmal nichts, aber vielleicht braucht die Gruppe demnächst mal irgendwie was. Ich weiß nicht. Die sehen aus, als könnte ihre Ausrüstung ab und zu mal ein Upgrade gebrauchen. Aber dann müssen sie schon selbst auf dich zukommen. Ihr habt ihn mal erwähnt, dass es hier auch einen Schmied gibt. Na klar, also den mache ich kostenlos. Weil vielleicht hast du mich bezahlt. Da kann man ja ein bisschen Geld rausnehmen, ne? Ja, aus dem Sack auf jeden Fall. Dieser kollektive Hass. Ja. Ja, ich wünsche euch immer viel Erfolg bei eurem nächsten Abenteuer. Ja, danke. Es geht wohl wieder ein bisschen in den Norden. Also ich werde wieder wahrscheinlich für eine Zeit lang weg sein. Aber jetzt bin ich ja gut gerüstet, mein Freund. Ja, alles klar. In der Wildnis mit dem Schild kann euch auch kein Bär was zu leider tun. Ja, lustig. Bär. Ja. Ja, denk schon. Dann auf bald, Topax. Auf bald. Möge eure Esse nie ausgehen. Dasselbe mit euch. Leider kann ich keine, also jetzt momentan ähnlich, aber leider kann ich auch keine, so, ich hab dabei, gibt schon ein paar Spielleiter, die können sehr gute Zwergen stimmen. Das habe ich letztens wieder mal meinen mit Let's Playern gesehen. Würde ich auch gehen können. Ja, macht ja nicht, kann ich ja auch nicht. Ja, aber du hast den Fluch, dass du eh schon männlich genug bist, deswegen, das kannst du nicht noch steigern. Hä? Kommst du jetzt da um die Ecke? Du hast einiges eingebüßt. Hey, ja. Ich, da sag ich einmal was Nettes. Ich krieg sofort die Flanke von allen Seiten. Ich werd so alles von gefressen, Alter. Fickt euch doch alle, ihr Wichser. Kommst du da jetzt mit so einem random Weirdo-Kompliment um die Ecke, ey? Komm, geh zurück in deine Andi-Ecke. Ey, komm mal zurück in meine Ecke. Okay. Ich hab immer was gesagt, Sören, danke. Fick dich, deine Mutter, du und so. Okay, Lars. Ich will ja eigentlich mit irgendwelchen anderen Leuten noch, aber geht's noch? Okay, ja, Lars ist ein bisschen. Nee, ich glaube, der Lars ist ein bisschen eifersüchtig. Ich glaube, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Ach, das ist irgendwie ein bisschen. Ach, der kann das ab. An dieser Stelle vergesse ich wahrscheinlich, aber egal, schneide ich schon mal den Wutanfall für Lars rein am Ende der letzten Folge. Wobei so eine Hass-Tirade am Ende noch gegengerufen hat. Ah ja, ganz normale Sache. Dafür darfst du, wenn wir nach Paris fahren, auf der Couch schlafen, du Pisser. Als ob wir uns Gott. Die Couch leisten können da. Im Wiederverwendet werdet ihr euch so ankeifen die ganze Zeit. Oder wir schlafen in einem Zimmer. Ja. Oder es wird, ja, genau. Es wird eine sehr wilde Nacht wahrscheinlich. Und Donald ist auch dabei. Oh. Okay. Quack. Wenn ich ihn nicht vorher angezündet habe. Ja, ich habe schon gesagt, ich mach nur Fotos von ihm und Mickey und Donald, wenn er sie anzündet, aber ich, das ist das Problem. Alter. Aber wenn dann wer fragt und sagt, ja, kennen Sie diesen Mann, Janisipa? Janisipa? Das hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber da gibt es übrigens die kranken Ding-Stories. So. Wie nennt man das nochmal, diese... Oh, warum fällt mir das nicht ein? Ist zu spät. Pornos. Nein! Ja, die gibt's auch. Das gibt's auch. Aber nee, darüber gehen wir nicht. Nee, diese. Nein, auch nicht Fanfiction. Das Schlimme davon. Creepypasta? Genau, Creepypasta. Es gibt übrigens viele von Mickey Mouse. Du bist krank. Das ist korrekt. Aber was heißt mit DSA zu tun? Egal, was soll man machen? Also, ich bin ehrlich, ich fände eine Fanfiction von Sören und Lars schlimmer als Mickey Mouse. Zuschauer, wenn ihr das seht, und ihr schreibt Fanfiction, schreibt mal eine zu Lars und Sören. Die lesen wir dann laut im Let's Play vor. Die lese ich vor. Ganz ehrlich, wenn ich davon eine bekomme, ich mache ein Video, ich mache mit einer Webcam, ich setze mich in einen Sessel, lege davor einen Teppich, so ein Bärenpelz oder so, ich trinke einen Wein, esse ein Stück Käse und lese das vor. Also wenn irgendwer das von euch macht, ja. Postet eure Fanfictions unten in den Kommentaren. Ich mache daraus ein Let's Read. Das Ding ist halt, es wird nicht lange Mandelmann, ja? Es wird nicht lange Fiction bleiben dann.
Wenn ich auf Ideen bringe. Also ich merke mal, also ich schneide euch ja die Taskleiste raus in Videos, aber wir haben nur 10. Das erklärt so ein bisschen diese angeheizte Stimmung hier. Okay, lasst uns weitermachen. Apropos angeheizte Stimmung. Genau. Leute. Ja, Camilo tut noch so ein bisschen knuddeln. Und frühstücken. Genau, nach frühstückt ihr. Gorbi hat sich schon ausgeruht. Der ist nicht mal nicht ganz so abgeschossen die letzte Nacht. Zu Tasko haben wir gegeben. Und die anderen beiden wacht auch auf gleichzeitig, weil jetzt weiß man sie gehabt. Okay, wollen wir auch nochmal auf Konstitution würfeln? Einfach nur aus Prinzip, wer ein paar Sekunden früher wird oder Minuten früher wach wird. Ich will das jetzt wissen. Andi. Bitte 22er. Andi, bist du dabei? Ding, ja. Okay, let's. Oh, pff, nein. 14, 15? Nee. Okay. Hä, na, warte, eine Millisekunde fahren, ja. Ja, pass auf. Ja, ich versuche erstmal so wieder leise wegzukommen, während ich glaube, ich versuche trotzdem erstmal leise. Er schläft ja in meinen Augen noch. Das sind ja noch ein paar Sekunden. Beim Aufstehen würde ich dich quasi dann direkt schon fragen. Warte. Meisterlich. Ich würde dich nicht wecken, aber du wärst ja trotzdem wach. Ich mache das sehr geschickt. Ja. Versuch zum Richtung Tagebuch zu kommen. Ja. Na, schon wach. Ja, ich wollte euch nicht wecken, tut mir leid. Ich dachte. Ja, das ist gut. Geht's denn heute besser? Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, es lag das ein bisschen an diesem Bild, aber. Das, was ich. Ich weiß schon, was ihr gestern vorhin. Was ihr da gestern zum Besten gegeben habt. Ja, das wollte ich gerade sagen. Auch aus die Gründe, warum ich es gesagt habe, mögen vielleicht ein bisschen verwaschen sein. Ich vertraue euch, aber das, was ich gesagt habe, ist weiterhin wahr. Hab ich gesehen. Ja. Es ist schwer zu erklären. Wieso könnt ihr euch nächstes Mal dabei verwandeln? Also, ich mochte das eigentlich so. War gut so festgehalten. Ja, ich sagte bereits, es ist nicht sehr einfach und die, wie gesagt, die Götter werden ihre Pläne haben und ihre Dinge sich bei gedacht haben, aber noch verstehe ich sie nicht und warum ich diesen Fluch abbekommen habe. Ja, vielleicht solltest du das den anderen jetzt auch nicht unbedingt mitteilen. Das ist korrekt. Nein, lass sie lieber gefressen werden. Das ist besser. Wie gesagt, es ist schwierig. Ich habe in diesem Buch gelesen, das mir dieser Rodri gegeben hat, dass es ein wenig abhängig davon ist, wie sehr ich den Leuten vertraue und wie sehr ich sie mag. Und einige dieser Gruppe glaube ich nicht, dass ich ihnen eine Gefahr wäre. Andere jedoch könnte es schwieriger werden. Wer nur? Ja, wer? Sagt es mir doch, ihr Götter. Wen könnte er meinen? Mashallah, wer könnte das sagen? Weiß gar nicht, wer du meinst. Wie gesagt, dieses Buch könnte darauf Aufschluss sein, wie ich es unter Kontrolle bringen kann und wie es mir helfen könnte. Ja. Erstmal frühstücken. Mhm. Habt ihr irgendwas da in eurer Suite? Nicht sonderlich Gutes, aber Markthotel. Ich kann eine Ration aus. Mhm. Ich guck einmal kurz aus dem Fenster und würde gerne einschätzen, wie viel Uhr es ist. Ja, so 2 Uhr nochmal. Ja. Also 11 Uhr. Oh, wir haben ein bisschen. Okay. Ich glaube, die anderen warten auf uns. Nee. Ja, du hast dir ein bisschen viel Zeit genommen gestern, ja. Würde ich so mit einem leichten Schmunzeln von mir geben. Mhm. Ja, ich hab mir Zeit genommen und du. Nein, ich mach jetzt mal. War's leider viel zu schnell, Felix. Du musst schnell mal weitermachen. Ja, ich. Ja, nicht leid. Ja, ja, gestern war vielleicht ein wenig alles ein wenig aromatisch. Haarig. Animal. Ja, lass uns zu den anderen gehen und wie gesagt, ich glaube, die anderen wären dafür noch nicht bereit, die Wahrheit zu erfahren. Ach, eine Sache wäre da noch. Mhm.
Lauf nicht weg. Ja, ich verstehe selber nicht. Also, das war eher, ich wusste wirklich gar nicht mehr, wo ein und aus ist. Hast du den Anknopf nicht mehr gefunden, sagst du? Ja, also quasi, man könnte sagen, hätte ich vor den Göttern gewürfelt, wäre das sehr schlecht ausgefallen. Nein, Spaß. Ich verlor wieder die es war alles, ich hatte Angst davor, vor dem, was ich war und euch davon zu erzählen und... Nächstes Mal einfach nur nicht weglaufen, alles andere ergibt sich dann. Und wir fressen. Nicht weglaufen und wir fressen. Ja, aber man muss aber sagen... Stay calm, eat William. Im Markthotel hätte ich das nicht so abziehen können, wie ihr wahrscheinlich versteht. Also war vielleicht Fluch und Segen gleichzeitig, denn gestern scheint nicht ein oder andere moralische Richtlinie vergessen zu haben. Hey, wenn du mal William frisst, kann ich mal die Zeitungsrolle benutzen. Aus! Nicht William! Spuck sein Bein wieder aus! Ich hol die Sprühflasche! Ich würde doch mal so in den Handspiegel gucken und so wahrscheinlich... Wir haben hier noch... William, du hast ja noch so ein bisschen Schlamm von gestern Nacht, so von den Hügelabenteuern. Wir können... Wir sollten uns anziehen und zu den Rest gehen, Richtung Markthotel. Ja. Oh Gott, wenn wir zurück in die Wachen auch so bist du nicht die so panisch weggerannt ist? Oh, ja. Das könntest du mal, jetzt hat er mich ja gefangen. Ja, Camillo ist derweil schon unten, nachdem er gefrühstückt hat mit seiner Lady. Hier würde ich definitiv sagen, dass ich gerne wieder vorbeikommen kann. Also sagst Peran Shaya al Kraschal Kalaschach, das da wo du dich wieder findest. Mashallah. Vor allem Warren denkt, Alter, ich bin das ist so ein verrückter Typ und dann so, jetzt, ja, ich werde so eine reiche Adlige geholt, das passt schon. Das war alles kaputt. Anstrengender geht's nicht. Ich bin am Arsch. Andi, es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich glaube nicht. Das ist korrekt. Ja, genau. Und du kommst unten auf den Bau an, Hannes. Da sitzt ein Tasgul. Und ein Proko kommt gerade wieder. Derzeit ist Proko nämlich einmal zum Schiff und wieder zurück. Guten Morgen. Eine Stunde hat Hand im Schnee. Nachts. Hä? Gorbi sagt so, hä, es scheint doch gar nicht. Ja, das ist metaphorisch. Wir sind noch nicht da, ne? Okay. Nee. Metaphorisch schneidet es. Ehrlich am Morgen, nicht wahr? Ja. Da kam ja gerade wieder die Idee, da habe ich gestern was im Suff gesagt, das meinte ich eigentlich ernst. Aber wir warten, bis die anderen da sind. Welche anderen? Meint ihr damit William und Nein, ich meine damit die beiden Tuteltäubchen. Die stehen da hinten in der Ecke und schauen sich die ganze Zeit gegenseitig an mit leerem Blick. Spaß. Ah, stimmt, was war da jetzt eigentlich los? Die waren da irgendwie plötzlich beide verschwunden, obwohl die einen Bohrgeweihten bestellt haben. Ja, der Bohrgeweihte, der liegt jetzt da hinten in der Ecke und ist besoffen. Hey, schaut mal, wir haben dem was ins Gesicht gemalt mit Edding. Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Ihr Schwein habt mich an. Penis auf der Stirn. Ich sag, das sage ich. Nee, auf der Backe. Das sage ich meinem Onkel Bonifatius. Auf der Backe mit Eddie. Genau, alles, der das Lied erkannt hat. Sehr gut. Oh Mann. Ey. Ja. Ja. Gut, dann sind die unbekannt. Dann sind die mal wieder MIA. Ja, aber ich bin gestern nicht ausgerastet. Finde das nicht gut? Ich bin nicht in die Stadt gerauft und hab sie gesucht. Ja, komm, ich bin richtig stolz auf dich. Ja. Ja, nachdem Helena verflucht wurde von einem teuflischen namenlosen Bild, wäre es jetzt vielleicht angebracht gewesen, aber ist okay, vielleicht was. Ach, Quatsch. Ja, aber da hatten wir echt recht, weil das bringt es, wenn ihr ewig weg seid und wir dann losrennen durch die Stadt. Alles gut, das war ja auch nur ein Scherz. Ja. Run. Außerdem habe ich einen storyrelevanten NPC getroffen, ja. Bestimmt. Barackus Obamus oder was? Genau. Nein, der war wirklich. Ey, Leute, also ich hab da wirklich eine Sporthanna-Anspielung gemacht. Alles gut. Teaser, kann ich. Ey Leute, ich hab mega das geile Album entdeckt, ne? Wisst ihr, wie das heißt? Ach, du meinst Meteora auf Linkin Park?
Nein, daran muss ich auch gerade denken. Ey, so heißt ein Pferd. Grüß am Pizmin. Wenn ihr die seht, ich weiß. Oh Mann, ey. Ja, Jan, komm irgendwann Helena und Rowan da auch noch rein. Ich würde versuchen, erstmal unauffällig zurückzukommen und wahrscheinlich sitzen alle auf unseren Stammtisch und sobald die Tür aufgeht, gucken alle so in unsere Richtung, oder? Ja. Das ist korrekt. Ich will natürlich direkt ein Moin von mir geben. Hallo. Ich grüße euch mit meinem Wein dazu. Prost, war eine wilde Nacht gestern hier, wo wart ihr denn? Konntet ihr es nicht zurückhalten, dass ihr das Fenster flüchten musstet oder was? Ich grinse sie nur an und lasse sie reden. Wir hatten noch wichtige Missionen Wir hatten noch Sex. Nein, wir mussten noch Dinge klären. Also ich musste noch zu den Goblins gehen. Weißt du, die haben ja auch und hier die Frau, diese Nayesha, die in unserem Zimmer war, die musste ich auch noch mal besuchen. Bescheid sagen, dass wir das ich würde versucht vor den. Ja, ich würfel mal Menschenkenntnis, ne? Ich nicke sehr, sehr unauffällig. Also ehrlich, ich schaue zu Rowan und schaue, wie er läuft. Und daran kann ich schätzen, ob er. Meisterlich! Alter, wirklich, Borko, wirklich jetzt? Verdient, einfach verdient. Ja, Lars erkennt's, dass es nicht funktioniert. Läufst du ein bisschen breitbeinig, Rowan? Nein, aber ich grinse sehr, sehr unauffällig. Okay, also ganz ehrlich, ich bin ein Fachmann dafür, wenn Leute vögeln. Zitat. In den Zettel. Wir machen was von Hannes. Ja, warte, wo ist es hier? Zitat. Ich bin ein Fachmann dafür, wenn Leute Vögel. Warte, ich ändere es noch, das ist nicht Hannes, sondern Camillo. Ach ja, hier für euch beide und ich werfe beiden von euch jeweils einen Beutel mit Eiern. 83 Karten zu. Danke, ja. Ich schätze, ihr habt die Belohnung eingesackt. Ich habe noch ein bisschen was für uns drauf bekommen. Sehr gut. Ihr hattet ja auf jeden Fall ganz offensichtlich Besseres zu tun dann noch. Ja, ich gucke auch Richtung Maul, weil ich hat was drauf bekommen. Ich sehe zu viele Vorlagen. Ich hole schon mal den Ellenbogen aus. Soll ich euch ein paar Eier mitbestellen, Ron? Auf jeden Fall. Okay. Er kriegt einen Ellbogen in die Rippe. Er wird ein Dutzend gekochte Eier mit. Oh, wofür war er denn? Ja, also Mädels, setzt euch mal, Alter. Komm schon. Warum ist. Okay, Captain. Ich setz mich so. Gestern kam mir eine Idee. Ja. Könnte ein Auftrag sein, könnte Urlaub sein, könnte eine Mischung aus beidem sein, aber ich zeige euch mal ein bisschen meine ursprüngliche Heimat. Ich komme ja eigentlich aus dem Norden, das war jetzt Rowan, ich komme aus dem Norden des Bornlandes. Ne? Ja. Und ich kenne da so eine, gestern war so eine Tänzerin hier, die hat Camillo abgeschleppt, aber es hat nichts damit zu tun. Aber diese Tänzerin, die hier war, die hat mich an meine alte Freundin erinnert und die war früher mal auch Tänzerin. So habe ich die kennengelernt, ich habe die damals gerettet. Und ich habe für die ein bisschen was erledigt. Und, die hat es inzwischen ganz schön weit geschafft. Die ist inzwischen eine Edelfrau, habe ich gehört. Und meine Idee ist, wir gehen in den Norden vom Borland nach Pervien, wie die Landschaft dort heißt, und besuchen sie mal. Denn sie hat mir gesagt, ich kann jederzeit mit Leuten, die ich kenne, vorbeikommen und dort bei ihr ein bisschen, Urlaub machen. Verzüglich, dann könnten wir ja unterwegs an meinen neuen Anwesen vorbeigucken und gucken, ob dieser hautlose Typ langsam abgehauen ist. Genau, wir kommen dabei an Stromanhoffs Haus vorbei. Aber ja, ihr Name ist Vivian. Mal so eine Zwischenfrage, ne? Ich weiß, du hast dir darüber keine Gedanken gemacht, aber vielleicht kannst du dir das kurz aus den Fingern saugen. Hast du eine Ahnung, wo das Dörfchen liegt, wo die Schwester von Rowan wohnt? Ja, in der Nähe vom Festum. Ja, gut, da dachte ich mir. Aber kämen wir da dran vorbei? Eher weniger. Okay, dann nicht. Ich weiß, ich habe mir da ungefähr, also Andi, wenn du mal auf die Abenteuerkarte gucken willst, das
du das weißt. Das eine nicht schwer Zeit. Ich habe noch vor, übrigens demnächst, Leute, das war das, was letzten Samstag meinen Wut auf mich gezogen hat. Das war eigentlich der Grund, warum ich ursprünglich diesen Bug überhaupt irgendwie, eigentlich hatte das gar nichts mit dem ursprünglich, was ich machen wollte, zu tun. Aber ich will eine sehr detaillierte Abiturkarte, wo man auf Klick dann auch sogar direkt einen Wiki-Link hat und erfährt, was das für eine City ist. Ich bin da. Mit ganz viel Käfern und so weiter, das habe ich noch vor, eine Abitur in der Map zu machen. Das ist ein Mod. Und das war der Grund, warum ich da überhaupt so ausgerastet bin. Aber ja, Andi, das hier siehst du Nähersand. Hier sind ja nur große Orte eingezeichnet. Und das Dörfchen von der Sis liegt hier in der Nähe von den Bergen. Okay, wie lang wäre das entfernt, so von der Zeit her? Ich würde mal sagen, ungefähr eine Woche, also eine Woche. Ach du Deibel, ey. Ja, okay. Also nach Nähersand ist es über die Straße am schnellsten. Das ist, ja, mit der Kutsche in 3 Tagen bewältigt, dann nochmal 2 Tage weiter bis zum Dorf. Ja, okay, verstehe. Ja. Wenn ihr keins ist, dann tue ich das ja einfach erfinden. Ist mir relativ egal. So. Ja, und genau, ja. Pervien ist quasi hier, das ist in der Nähe von Strobanovs Ding, aber mehr im Westen. Also mehr bei Norburgs Pervien. Nee, okay, aber kommen wir ja nicht dran vorbei, okay. Genau, ja. Aber da kann ich dir verraten, in die Region kommen wir auch noch für ein Abenteuer. Genau, und ja, das ist eine gute Freundin von mir. Wenn ihr euch den Namen von der mal aufschreiben wollt. Ja. So, schreiben Sie ihn in den, wenn wir einen Chat hätten, schreiben Sie ihn bitte aus, damit ich ihn nicht falsch buche. Ah, da ist er. Wenn wir einen Chat hätten. Nur Camillo reicht übrigens. Ich glaube nicht, dass wir hier noch andere haben, die Camillo. Ja. Gut. Die ist inzwischen Baronin von Pervien und ja, ich habe mich schon ein paar Mal eingeladen, aber ich habe bis jetzt ihr wisst, was geschehen ist, an diese Crew hier, wo ihr jetzt alle neu Mitglieder seid. Aber als ich alte Crew gekommen bin, hatte ich die Zeit, den Besuch mal endlich. Also ich weiß, ich hoffe, ihr geht's. Haben wir jemals ein Auge vielleicht auf sie geworfen? Sie ist sehr hübsch. So kann man nicht abschreiten. Soll ich euch helfen? Sie war früher mal Tänzerin in der Koom-Wüste, also bei den Sultanen. Ich werde mein Bestes für euch tun, Gorbatschow. Ich hab's befürchtet. Aber Rowan, du kennst sie, glaube ich, auch noch. Da waren wir noch in der Bande, als ich sie gerettet habe. Die ist jetzt eine Adlige, oder was? Ja, die hat's geschafft. Ach du Scheiße. Aber dadurch, dass sie früher mal auch von der Straße war, kann sie uns wahrscheinlich ganz gut verstehen. Und ist eine gescheite Adlige. Deswegen ist eher eine Art von Adligen, die du gerne hast. Ich habe in letzter Zeit eindeutig zu viel mit Adligen zu tun. Und ich blicke einmal so durch die Runde. Ich würde so unter den Tisch so einmal ihn so am Knie kitzeln. So, haha, du bist. Oh Gott. Du. Ich trinke hier meinen Wein. Hast du? Wein. Ja, ich würde das auch so leicht ironisch ihn so am Bein kitzeln. So, hahaha, du. Mimimimi, Artige sind doof. Aber ja, dort oben im Borland ist es oft sehr kalt, auch wenn kein Winter ist. Das heißt, ihr solltet euch ein bisschen wärmere Kleidung mitnehmen. Ja, da vibriert ihr den Controller, habe ich genau gemerkt. Kein Controller. Ja, solltet ihr euch auf jeden Fall wärmere Kleidung mitnehmen, dann komme ich oft dann noch so. Es ist quasi das nördlichste Teil des Bordlandes und dementsprechend fast schon im Norden. Aber keine Sorge, wir haben Frühling, das ist nicht ganz so schlimm wie im Winter. Ja. Ich bin kein Fan von Kälte, aber... Ich ja auch nicht, das gebe ich zu. Also, nochmal, ihr ganzer Name, die kommt ursprünglich aus der Wüste, also, und die lebt da oben auch jetzt als Gräfin, also die hält es auch aus. Ja. Müsste einem schon ein dickes Fell wachsen. Aha. Okay, nein, Spaß. Und ich habe sie als kleines Mädchen gerettet, also nicht wundern. Deswegen passt das eigentlich auch nicht so ganz Camillo. Die ist 22 erst. Und ich bin ja fast hier. Hast du das gerade laut gesagt? Ja. Okay, damit ich dir so einen leichten Schubs geben von der Seite. Okay. Aber Gorbatschow, wenn sie jetzt noch erwachsen ist, vielleicht wird das ja etwas. Was habt ihr denn gegen, also, 22-Jährige? Nein! Ist euch das zu alt? Nein, ist doch nur 10 Jahre Unterschied. Ist euch das zu jung? Ja, vielleicht, nein, keine Ahnung, ich weiß doch selbst nicht wann. Wir müssen dringend einmal darüber reden, was ihr eigentlich mögt und was nicht. Ich glaube, ihr seid selbst etwas verwirrt. Ja, richtig. Ich nehme euch ja mal zu intensiveren Studien mit in den Dreier-Tempel, dann werden wir das auswerten. Ja, aber sie kann auf jeden Fall gut reiten. Das ist schon ein Vorteil. Nein, nicht, dass ihr jetzt weit.
Mit den Todesstufen. Das ist in dem Kontext gerade vielleicht nicht ganz passend. Ja, tut mir leid, ich meinte natürlich das Pferd. Das ist ja auch nicht passender. Warte, das ist eigentlich etwas, was normalerweise Taskul passiert, solche Aussagen. Nachdem er den Spruch sagt, da gebe ich ihm recht. Nachdem er das gesagt hat, guckt er mit dem Blick nach dem mit dem Reitenwitz. Fucking Morgan Freeman, Alter. Ja, und Prokur? Prokur? Sie wurde früher bezahlt zu tanzen und ihr früherer Meister von ihr quasi, der sie dann auch freigegeben hatte, ist ein Zwerg gewesen. Das ist sehr interessant. Da könnt ihr sie gerne dazu sagen, wie das überhaupt passiert ist. Ich kenne auch nur die groben Details von ihr. Aber ja, sie hat die Gräfin Theresa von Ilmenstein, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, die in Born hat hier ziemlich Großes kennengelernt und dadurch ein bisschen Connections gehabt. Ja. Zwerge sind halt einfach die besseren Menschen. Dort hat sie auch 12. Dort ist sie dann auch 12 Götter gläubig geworden, hat sie mir damals erzählt. Also sie war eigentlich hauptsächlich Rastulla. Immer noch, aber ja, die wurde auch deswegen 12 Götter gläubig. Genau, und mehr weiß ich nicht mehr über sie. Ich weiß nicht, was sich bei ihr geändert hat. Mal schauen. Das klingt nach einem interessant. Ich würde gerne mal ihre Tanzfähigkeiten sehen. Gucken. Das klingt nach einem interessant. Und ja, wir können da Urlaub machen auf ihrem Wohnsitz. Und wenn, falls irgendwas noch einen Auftrag rausspringt oder falls sie Hilfe braucht, können wir ihr helfen. Und dann gehen wir wieder zurück nach Festung. Das wäre ja, jetzt mein Plan. Ja, schon wieder, das wird sie mit Problemen rechnen. Könnte sein. Aber in Bornland, im Norden des Bornlandes, sagt er dann so, erzählt man sich schon einige. Da gibt es schon viele Legenden und Sagen. Vielleicht, keine Ahnung. Ja. Und mal gleich für alle hier, ja. Nicht, dass da falsche Sachen entstehen, aber sie ist unverheiratet. Ja, und. Ihr macht das es war nicht definitiv besser, Gorbatschow. Ihr macht es wirklich nicht besser. Ich glaube, keiner an diesem Tisch hier ist verheiratet. Also, was. Nichts, weil ich damit. Aber mehrfach geschieden, einfach. ja, okay. Aber ja, also seid damit einverstanden, dass wir die besuchen. Ja, ein bisschen Urlaub könnte nach all den letzten Tagen nicht schaden. Ich war wohl. Bitte, Captain Gorbatschow. Ist toll, wie ihr jetzt alles so tun musst und OT, wisst ihr, dass das kein Urlaub ist. Was? Vor allem Bocco hat Bock auf Ackermütze und nicht auf Urlaub. Und die Alte da, die fickt doch die ganze Zeit rum. Was braucht die Urlaub? Hallo, ich hab keine. Ja, aber Prokur, im Norden, ja. Da ist es auch ein bisschen wilder als nochmal hier. Also, vielleicht da müssen wir auch einen Artefakt dann suchen. Da ist also Prokur, Artefakt. Das gerade im Charakter gesagt, weil du gehst darauf ein, als wäre das im Charakter passiert. Ja, tue ich auch gerade, weil ich denke, Prokur hat es wirklich gesagt. Ich brauche gerade schon keinen Urlaub. Ich wollte gerade fragen, wenn er das so oft nicht sagt, ist das schon ein bisschen. Also, hat Prokur das so gesagt? Ich denke nicht, dass er sowas sagen würde. Aber ja, nee, egal, trotzdem sagt er dran so Prokur. Und keine Sorge, Prokur, im Norden, da ist es ein bisschen wilder, da gibt es bestimmt auch, da können wir bestimmt für sie irgendwas erledigen und so, da habt ihr auch was zu tun. Ja, also das Prokur Bock auf Ackermatch sagt, das hätte er wahrscheinlich schon gesagt. Ja, ja genau, da könnt ihr dann einen edlen Pelzmantel besorgen. Dort könnt ihr dann euer Ackermatch haben, möchte ich damit. Warte. Och, fuck, ich zieh so in dem Moment so die Laute raus und die ist wahrscheinlich ein bisschen blutversch... Och, fuck, Mann. Was ist das? Blut an eure Laute. Na, so lange ich auch nicht so oft. Herr Wirt, ja. Könnten Sie bitte ein feuchtes Tuch bringen? Natürlich. Das gesagt, also, ja, ich hoffe, da ist es nicht so kalt, dass ich wieder einfriere. Nein, ist ja auch kein Winter. Mhm. Mhm. Ja, es wird auf jeden Fall nochmal ulkig mit der Truppe hier in die Wildnis. Man weiß schon, wer unser Fremdenführer wird. Ja, machen wir doch daraus auch ein Survival-Training. Jawohl. Ich bin hier fremd. Ja. Machen wir einen nächtlichen Gewaltmarsch? Wir können ja jetzt uns noch ein paar Tage ausruhen, wenn ihr sagt, dass wir dass wir jetzt losziehen können, dann können wir das machen. Mein Plan wäre, das Schiff zu benutzen. Aber wir wollen doch eh Richtung Norden fahren, in Urlaub zu fahren. Also warum sollten wir uns vor dem Urlaub ausruhen? Also wir können uns ja unterwegs ausruhen und dann dort ausruhen. Das stimmt. Also wir könnten denselben Weg wieder nehmen. Wir könnten nach Firun wieder fahren. Oder vielleicht sogar bis nach Morburg.
Und von dort aus müssten wir dann wieder landeinwärts mit irgendwas. Vielleicht wieder Pferden? Ja. Übrigens, die Information, die ich der Gruppe vorenthalten habe, versehentlich, das Schiff ist fertig. Ah, oh, da können wir Unterschiff benutzen. Sehr gut. Wo ihr es gerade erwähnt. Ja, nice. Kann es. Ja. Ja, nice. Also, unser Schiff ist einsatzbereit. Ja, das könnten wir nehmen. Käme uns billiger, als wieder so eine Schaluppe da zu mieten. Ja, das wäre schön, mal wieder im eigenen Bett zu schlafen. Auch wenn es komisch ist, weil ich hab's erst. Ja, egal. Von den Lügen des Abenteuers lügt voll. So weit im Norden ist es gar egal, wir tun so. Passt da noch in mein Piano in das Zimmer rein? Kriegen wir das noch schnell rein? Nein. Weißt du, wie schwer so ein Kackding? Ja, aber das weiß sie ja nicht. Ach ja, Gorbatschow. Ja, bitte. Wir haben einige Hühner fürs Schiff bestellt. Ja, was? Hühner. Gok, die Eier, die unterwegs produziert werden. Ihr wisst schon, damit wir auch mal frische Lebensmittel an Bord bekommen, außer Fisch. Ja, das wird unseren Koch ganz schön freuen. Der kann ja jetzt Omelett machen. Exakt. Wie viel hat es gekostet? Nicht sonderlich viel. Hühner sind recht verbreitete Tiere. Ein Appel und ein Ei. Und ich habe eventuell noch mit der einen oder anderen Verkäuferin dafür etwas intensivere Verhandlungsgespräche geführt. Ah, okay. So, so. Magst du uns darüber vielleicht etwas näher? Nicht so lange Minderjährige anwesend sind. Es sind Minderjährige anwesend. Alle ich schau mich in der Bar. Alle gucken sich im Raum. Du hast gesagt so, ja, ich bin jetzt gerade so erwachsen, wechseln halt. Wie alt warst du denn noch gleich? Ich bin 90. Das ist sehr jung für eine Exe. Wer auch immer. Ich bin umgerechnet gerade mal 18. Für euch Menschen. Sagt das gut dann so. Wie funktioniert das eigentlich so bei euch mit der Befruchtung? Warum fragt ihr euch das jedes Mal? Habt ihr euch das auch schon gefragt? Weil ich das absolut nicht nachvollziehen kann. Ich meine, da muss da irgendwas rein. Ja, nee. Die Eier kommen raus und dann machen die Wubbidi-Wubbidi auf die Eier drauf und dann... Nein, so... Auf die Eier? Nein, nicht auf die Eier, schon vorher. Ja, nicht auf die Eier. Was? Wir haben vorher schon... Wir tun uns schon vorher mit unseren Weibchen. Ja, und dann kommt daraus ein Ei raus. Und wann sind so Echsenmenschen wie du da so dazu geneigt? Gibt's da auch eine Jahreszeit zu oder wie ist das? Ja, auch im Frühling meistens. Also wir machen das natürlich nur, wenn wir auch Kinder wollen. Mhm. Oder wenn das halt sein muss für das Volk, also für die Stadt oder wo auch immer. Königin für das Volk! Okay. Ja, du meinst, also ich beantworte nur die Fragen, die mir gestellt werden. Ich bin ja für sowas sehr offen. Ich verstehe auch nicht, warum Menschen da überhaupt so Scham habt. Ich auch nicht. Ich ebenfalls nicht. Ich meine, so manche... Alle gucken zu Camille so. Also. Hey. Ja, oder so manch einer macht es irgendwie, kann ich ja von mir Wesen gehört, die macht es mit behaarten Wesen, also. Ja, ja, ja. Ich habe auch gehört, dass Wesen das mit Wölfen. Ich möchte ihr gerade so brutal einfach nur den Ellbogen. Ich trete ihm, als ich das Abkommen möchte ich mit brutal mit dem Absatz auf sein Fuß treten. Das hat Konter direkt. Ey, wir bringen. Können die bitte mal Schaden nehmen, nur noch eins oder so jedes Mal? Ja, also Absatz auf dem Fuß tut schon weh, glaube ich, ja. Aber jetzt hast du gesagt, dass du Drone. Aber weil ihr fragt, ich hatte noch nie, ich habe noch kein Kind. Dabei war ich schon zu jung. Bei dir an? Ja, ich bin jetzt eigentlich alt genug dafür. Na, dann mal ran. Ja, hey, wo wollt ihr denn hier im Ball ein Echsenmädchen hernehmen? Oh. Also, Wir haben dich doch hier auch gefunden. Da werden wir da so auch noch ein passendes Gegenstück finden. Es hieß doch, dass hier einige Flüchtlinge aus Maraskan angekommen seien. Da finden wir bestimmt was für euch. Ich kann nicht ständig euch als Teddy benutzen. Tasko Pinsel nur noch als so. Als Teddy benutzen? Egal. Wolltest du mir denn noch was sagen? Nein.
Ach, stimmt ja. Ich hab's genau gesehen. Ich würd mich dann noch so zu dir rüberbeugen und dir ins Ohr flüstern. Hast du vielleicht noch irgendwie ein paar kleine Geheimnisse, die du mir vielleicht doch noch erzählen wolltest? Das gesagt hat so, also Rowan, ihr könnt mich auch als Teddybär benutzen. Nee, danke. Lachen und klopft dir so auf die Schulter. Genau, Rowan. Oh, ich könnte auch mal Teddy gut tun. Warte, ich mal gucken. Es muss perfekt sitzen, warte. Was ist das? W20, alles über WC, unter W10 ist halt der Lachflash des Todes. Okay, es geht. Sie lacht. Okay. Ich würde dich so fragend angucken, so. Was? Kannst du mir nachher erzählen? Du hast bestimmt noch irgendwas auf dem Herzen. Och. Nö. Ja, okay, sag mal schon dann so. Haben wir jetzt geklärt, wie sich Taskul fortpflanzt? Danke. Bitte. Ich habe hier noch ein Buch irgendwo rumliegen, das könntest du auch nochmal genauer erklären, falls wer Fragen hat. ich hab ein Buch über Fortpflanzung von Echsen. Nein, es gibt Bücher, die dich mit der Fortpflanzung aller Wesen voranbringen. Interessant, dass ihr so Bücher dabei habt. Das ist ein Standardwerk in unserer medizinischen Ausbildung. Es heißt Menschen und Nichtmenschen. Ein phänotypischer Vergleich. Da geht es darum auch, wie man zum Beispiel rein theoretisch von, falls er sich hinfällt und einen Knochen brechen könnte, dass wir ihn auch heilen können. Verstehe. Knochen brechen, ja. Ich schaue zum Zwerg. Wenn wir in den Norden fahren, werde ich mir etwas warme Kleidung kaufen. Danach können wir von mir aus aufbrechen. Ja, ich könnte vielleicht auch einen neuen Mantel gebrauchen, aber ansonsten bin ich auch aufbruchsbereit. Ein vernünftiges Zelt habe ich ja bereits. Also Pervien ist ein bisschen westlich von Strahlhoff seiner Butze. Das heißt, wenn wir dahin wollen, ein kleiner Umweg wird das schon sein. Ihr meint Helena, ihre Butze. Und wir können aber trotzdem von Norburg aus theoretisch, wenn wir wollen würden. Das sage ich genauso weit wie von Veron. Ich wollte gerade sagen, es heißt jetzt Elysium und nicht mehr Schloss Strobanorb. Ich meine natürlich Schloss Elysium. Tut mir leid. Sehr gut. Du, Gorbatschow, wann wolltest du da hin? Ja, so bald wie möglich. Das ist ja Urlaub. Wird dagegen, wenn ich noch einen Abstecher mache? Du weißt schon. Ja, wir müssen jetzt gleich auf der Shell vor. Ihr solltet euch auch noch mal ein bisschen was vorbereiten, falls ihr noch irgendwas braucht für die Kälte. Wie du gesagt, es ist nicht so weit vom Schloss Robanov weg. Also wenn euch da nicht zu kalt war, dann dürfte es da auch gehen. Wie kalt war es mir da? Da war schon frisch. Okay, dann kaufe ich mir einen neuen Pelzmantel. Ja. Aber ja, kannst du drohen, ja. Wer kennt hier einen schönen Modeladen? Danke. Ich kenne hier nicht wirklich Modeläden. Es tut mir leid, aber ich kenne vor allem Herrenmode. Ich glaube nicht, dass euch die wirklich zusagen würden, Helena. Das ist korrekt. Ich verstehe gar nicht, warum ihr überhaupt Kleidung braucht, hat das gesagt. Damit wir nicht einfrieren und wie ein Weihnachtsbaum rumstehen. Damit wir nicht so in den Winterschlafe fallen. So wie ich. Genau. Nur halt wachen wir nicht mehr auf aus unserem Winterschlaf. Wir erfrieren und sterben. Das ist korrekt. Ja, hab ich vergessen. Also ich habe da einen Geheimtipp für euch, Helena. Habt ihr schon mal beim Konto von Störebrand versucht? Ja, aber der war so ein bisschen, nicht, wisst ihr, der hatte so alles ein bisschen, so, aber nicht das, aber ja, das ist wahrscheinlich der beste Anlaufpunkt. Und den Verkäufer, den kenne ich ja noch ziemlich gut. Oh, ich bin so klug. K-L-U-K. Ja. Hashtag selber loben. Ja, Brockur, das seid ihr. Ihr beeindruckt mich immer wieder. Und ich möchte Ihnen das Gefühl geben, dass ich das voll und ganz ernst meine. Nachdem du ihn vorhin angelogen hast. Warte. Meint ihr das Ernte? Das ist nicht mein bester Wurf, aber... Für Brocco reicht's. zusammenhalten. Tasku schlägt Brocco auf die Schulter, also freundschaftlich. Also... Okay. Nein. Ja.
Ja gut, dann alle Einkaufserledigungen machen und dann möglichst bald aufs Schiff und dann können wir ja ab in den Urlaub. Ab in den Urlaub. Ja. Ab in den Sonnenschein. Ja gut, aber ich will sagen, hier cutten wir. Ich bin gar nicht so dumm, wie ihr alle immer erkennt. Ja, also erkennt. Zuschauer, für euch passiert gleich ein Cut und dann machen wir quasi frisch weiter. Für unsere Mitspieler hier wird es eine Woche dauern. Also, bis gleich. Zeitreise in einer Woche. Let's go. Ja, wieder DSA spielen. Aber...